18. Reiher, nur noch 12 Tage bis zum Jahreswechsel. Schwitzend und keuchend steht ihr in den Kanalisationen von Romulus. Die Fallluke habt ihr wieder hinter euch geschlossen und nur noch das ewige Zwielicht begleitet euch. Zur Ruhe kommen, atmen. Über euch könnt ihr den Lärm der Nacht hören, das Schneiden von Ziegeln, das Bellen der zweiköpfigen Hunde, Alarmglocken und das Hetzen. Zur Ruhe kommen, atmen. Um euch herum könnt ihr den nassen Stein riechen. Die Steine sind glitschig und verschmiert. Die Luft ist kalt und bitter. Ihr könnt sie auf der Zunge schmecken, wenn ihr einatmet und merkt etwas Saures an eurem Gaumen. Zur Ruhe kommen, atmen. Was wollt ihr tun? Nicht, dass ich was dagegen habe, dass wir in Scheiße oder Anfang von Scheiße stehen. Können wir einfach bitte jetzt da durchbrechen und wo auch immer rausgehen, wo auch immer wir rauskommen? Das ist tatsächlich bei allem. Die Nacht wird uns nicht lange verbergen und wir wissen nicht, ob wir uns noch durch Romulus selbst bewegen müssen. Je schneller wir hier draußen sind, desto besser. Gut, haltet die Augen auf. Und egal, ob es glänzt oder funkelt oder Hallo sagt, fasst nichts an, ohne Bescheid zu sagen. Warum sollten wir etwas Glänzendes in einer Kanalisation anfassen? Ich kenne euch. Ihr müsst nicht von euch auf mich schließen. Ich repetiere dies nicht und gehe einfach. Manchmal seid ihr ganz witzig, aber mir. So könnt ihr den Weg vorantreten, grob in Richtung des Flusses. Die Orientierung dazu sei euch noch gegeben, vor allem weil ihr das Rauschen des Flusses noch über euch hören könnt. So eine richtige Kanalisation scheint das noch nicht zu sein, sondern eher ein selbst gegrabener Schmugglertunnel, der dann mit Stützbalken und einigen Steinen dann abgestützt worden ist, über die Jahre gewachsen. Wenn ihr dann allerdings Meter um Meter macht und einige Zeit schon gewandert seid. Eigentlich hättet ihr schon längst in einer Gabelung auftauchen müssen. Eigentlich hätte schon längst der Fluss ob 100 Meter breit über euch aufhören müssen, dann zu rauschen und zu strömen. Wird es über euch plitschen und tropfen hören. War da was hinter euch? Wenn ihr euch kurz umdreht, könnt ihr noch die Spalten erkennen, da wo das Licht durchfällt, durch die Luke, durch die ihr eben gerade gegangen seid. Wirklich viel bewegt habt ihr euch nicht in der Zeit. Aber irgendetwas scheint sich dort zu bewegen. Zwischen den Lichtspalten bewegt sich da jemand? Schatten, die hinter euch lauern. Wie viel Licht haben wir? Nur den Stab von Abelmir. Und mein Glück bitte. Ich denke, es wäre klug, meinen Stab zu löschen und nur das Licht von Kieras Gwentpietrilschein zu benutzen. Wir wissen nicht, ob sich hier Faulgase bilden. Ich würde ungern in einem explodierenden Kanalisationsabschnitt sein. Dann sehen wir aber weniger. Nun ja, wir leben aber. Da hinten, dann bewegt sich doch irgendwas. Wir könnten alternativ auch noch unsere Artefakte benutzen. Ihr könnt das hinter euch leicht plitschen hören, als ob sich dort irgendjemand bewegt. Ich nehme hier mal um, spähe in die Finsternis hinein. Sieht jemand was? Ich weiß nicht, ob das etwas ist oder nur eine Täuschung der Sinne oder wieder einer von diesen komischen Wesenheiten. Blitz. Wo ist denn diesen? Ich wünschte, Voltax wäre hier. Der kann im Dunkeln sehen. Können wir jetzt weitergehen? Ja, geht weiter. Isarun, aber mehr. Achtet auf unseren Rücken. Nach doch bald eine ihren Gabelung weiteren Schritten könnt ihr es auch leicht über euch klackern hören, als ob dort irgendetwas in den Schatten sitzt über euch. Wenn ihr nach oben starrt, könnt ihr auch nicht mehr den abgestützten Deckenboden erkennen. Nur noch Schwärze. Der Gang hat sich also geöffnet. Und mit jedem Schritt, den ihr tut,
Es müssen mehr als 100 Meter gewesen sein, die ihr jetzt noch einmal gegangen seid. Immer noch könnt ihr das Rauschen hören. Eigentlich hat das sich so angefühlt, als ob ihr immer geradeaus geht. Mit jedem weiteren Schritt spürt ihr die Veränderung. Mit einer normalen Kanalisation oder einem Schmugglertunnel hat dies nichts mehr zu tun. Es erinnert euch vielmehr an einen lebenden Körper, der einen eigenen Willen hat, der unterworfen wurde und das Fleisch zur Folgsamkeit zwingt. Mit genug Gewalt könnte man diese Rohre in alle Richtungen und an alle Ziele drehen und das sich fressen lassen. Die Luft wird wärmer, feuchter und dichter und die Stiefel sinken tief in den schwammartigen Stein ein. Flüssigkeit läuft aus dem Boden, wenn ihr ihn eindrückt. Steine geben leicht nach. Rohre liegen dann jetzt hier dicht an dicht, verlaufen parallel in Bahnen oder pulsieren dann in einem halbbeständigen Rhythmus. Erinnert euch fast an die schwarze Festung oder auch an eure eigene Dämonenarche. Es klingt fast wie ein Herzschlag. Die Wände zittern leicht, wenn ihr sie berührt. Ab und zu kommt ihr an fahlgrauen Organen vorbei, dessen Wirkung oder der Nutzen sich euch nicht ganz entschließt. Wasseraufbereitungsanlagen und Filter haben sich zu Nieren verformt. Berührung hinterlassen ein klebriges, galleartiges Material auf den Handschuhen. Und das Rohrwerk ist von Bündeln dicker, dunkler Adern umwachsen. Die Geräusche von Pumpen oder Maschinen von Zwergen klingen eher nach so etwas wie einem Proto-Herzschlag. Und überall um euch herum sind Fliegen. Ihr könnt Wurzeln erkennen, die blühen und schlagen, rankengleich Triebe auswachsen lassen. Holz wird zu Fleisch und Eisen zu Knochen. Splitt, splitt. Ich habe hier ein wirklich mieses Gefühl. Was du nicht sagst, aber doch. Mir? Ist das hier real oder nur eine Illusion? Nein, das ist real. Das ist... Wir sollten hier nicht sein. Erzählt mir etwas darüber. Was genau ist das? Das Auftreten der Fliegen deutet auf die Domäne des Rastlosen hin. Es scheint also so etwas wie diese fliegende Festung zu sein, nur einer anderen Domäne angehörend. Was genau versuchen Sie hier? Ich denke nicht, dass es etwas Gezieltes ist. Dies sieht eher nach einer organischen, chaotischen Veränderung aus. Eben wie es der Natur der Dämonen entspricht. Dann sagt mir, wie wir es umbringen. Ist das ein Dämon, der hier Fuß fasst, oder ein Unheiligtum, das sich bildet? Das kann ich ohne Analyse nicht sagen und für eine Analyse reichen meine arkanen Kräfte derzeit nicht aus. Großartig. Es fühlt sich so an wie damals. Auf der Dämonenarche. Nun, dann ist die Frage, kann man es zerstören? Alles, was lebt, kann zerstört werden. Ist nur eine Frage des Aufwands und ich fürchte, diese Aufgabe übersteigt unsere Fähigkeit mal weitem. Ich bitte euch, Abelmir. Gut, für den Moment wird er wohl recht haben. Hat jemand eine Abzweigung gesehen? Noch nicht. Dann gehen wir wohl weiter. Und ich wiederhole noch einmal, fasst nichts an. Vielleicht sollten wir Zeichen anbringen an den Wänden, damit wir uns hier nicht verirren. Versuchen wir es. Ich reibe ein Stück Kreide aneinander an Wand und schau mal, ob es überhaupt haften bleibt. Ja, wenn du mit der Kreide gegen die Mauern drückst, kannst du sehen, wie weißer Eiter daraus hervorquillt. Ew. Dann kannst du wieder irgendwas hinter dir hören, aus der Richtung, wo ihr eben gekommen seid. Schritte. Da kommt jemand! Hier an die Seite! Ich drücke mir in irgendeinen Winkel, den ich sehen kann. Wir machen Licht in einem dunklen Tunnel, du Idiot! Der sieht uns lange, bevor wir den sehen. Abel, mir macht Licht. Der Rest nicht. Oh, hier könnt ihr ebenso etwas erkennen. Sowohl im Gang vor euch, als auch im Gang hinter euch.
blaues Licht, was auf euch sich zubewegt. Und blaues Licht, was sich leicht von euch entfernt. Beides zugleich. Dann könnt ihr 6 Gestalten erkennen. 5 Gestalten. 5 Menschen. Und ein tierisches großes Wesen. Schattenhaft. Sie kommen auf euch zu und ihr fühlt euch erinnert an die Szenerie, als ihr in Gareth standet, als ihr diesen Dämon gesehen hattet an der Dämonenbrache. Schattenhafte Ablichter von euch selbst. Ein Echo aus der Zeit. Auf wem sind wir das? Ich sehe nicht so gut in der Dunkelheit. Habe mir, leuchte mal dahin. Ich strecke mal den Stab weiter aus, um den Lichtbereich zu erhöhen. Ihr könnt erkennen, dass die Gestalten genau an der Stelle stehen bleiben, an der auch ihr eben stehen geblieben seid. Guckt kurz zu, ihr könnt sehen, wie wohl eine dann der Kreaturen in seinen Rucksack greift, eher in einen Sack greift, nicht ganz ausgeformt, und dann mit einem Stück Kohle an die Wand versucht zu zeichnen, so wie es eben Jarland tat mit der Kreide. Sind das Abbilder? Lasst euch nicht davon berühren, was auch immer es ist. Da bin ich bei euch. Was ist das für eine niederhöllische Teufelei? Wenn wir hier stehen bleiben, werden sie bald zu uns kommen. Gehen wir, kommt, hier entlang. Weg! Und dann wird euch klar, während ihr mit dem Licht von Kiaras Stein in der Tasche den Weg vorantretet, dass ihr zu genau dem Schatten aus der Zeit werdet, den auch ihr eben schon gesehen habt, der vor euch weggeeilt ist. Ihr seid die Lüge und die Wahrheit zugleich. Dann, nach vielen weiteren Schritten und einer endlos schleichenden Zeit, wird ihr wieder sehen, wie sich die Lubule, dieses Netz aus Röhren, aus Kavernen, sich wieder öffnet und ihr in einer großen Halle steht. Wie gesagt, mit einer Kanalisation hat das nichts mehr zu tun. Ihr könnt allerdings erkennen, dass sich jetzt hier eine Gestalt, ein Arbeiter, unten bewegt und schwere Kisten trägt. Es muss sich dabei wohl um ein menschliches Wesen, ob 1,60 handeln, vielleicht ein Thulamide oder so etwas. Große, schwere Kisten, die er schleppt. Ohne Sinn und Verstand. Seht ihr das da unten? Kann doch kein Mensch sein. Bestimmt auch so ein, was auch immer das hinter uns war. Es könnte natürlich ein Mensch sein, der geistig sehr verwirrt ist. Warum brauchen Sie einen Menschen, der hier Kisten schleppt? Zum Vergnügen? Vielleicht ist er ewig rastlos. Sohn, eure Einschätzung? Angehen oder umgehen? Umgehen. Wir sollten möglichst lautlos hier durch. Ich würde an einer anderen Stelle den Gnadentod vorschlagen, aber hier macht das keinen Unterschied. Er ist ohnehin schon verloren. Ihr könnt erkennen, wie eine Treppe wohl wendelartig nach unten führt in Richtung dieser Kaverne, dort wo der Thulamide arbeitet. Alternativ an der Stelle, wo die Treppe nach unten führt, könnt ihr auch eine Treppe erkennen, die nach oben führt, endlos lang. Ins Licht. Ich spähe nochmal in die große Kaverne herein, in der wir jetzt stehen. Kann man das Ende noch schwach ausmachen oder ist die weiter als unser Beleuchtungsradius reicht? Sie ist unfassbar groß. Du kannst weder die Decke erkennen, noch wirklich den Boden. Er scheint dort zwar unten zu arbeiten, aber das ist nur Schwert, in der er steht. Keine Wände, keine Decke. Und splitsch, splitsch. Wohin jetzt? Ich könnte wieder das Klackern. Das
Sagt mir mein innerer Kompass irgendwas? Weiß ich noch, wo ich bin oder bin ich irgendwo? Du würdest meinen, dass du von hier aus wieder zurückfindest, zurück zu dieser Luke. Aber wo genau du in Romulus stehst oder wo genau du auf Aventurien stehst, weißt du nicht. Scheiße. Ich weiß auch nicht, wo wir lang müssen. Dann hoch. Immer nach oben. Oben wird hoch oder zurück. Dann hoch. Aus oben wird eines Tages aus, hoffe ich. Ja, das ist schon eine schlechtere Idee. Illusion. Und wir müssen tiefer, um hinaufzukommen. Können wir jetzt einfach da hochgehen? Wir wissen es doch eh nicht. Geht voran, Jalan. Trete ich wohl mal in den Saal hinein. Ja, ihr könnt dann den Weg noch einmal über die Brüstung schauen, so es wirklich ist wie ein Geländer, gibt es hier nicht. Man könnte also mit dem falschen Schritt in eine endlose Tiefe stürzen. Könnt ihr dann vorsichtig die steile Treppe nach oben treten. Wie gesagt, ein Boden oder eine Decke könnt ihr nicht erkennen. Und so lauft ihr die ewige Treppe nach oben. Nach grob einer halben Stunde könnt ihr wieder so etwas wie Licht erkennen. Sonnenlicht. Ihr tretet aus einer Röhre nach draußen, könnt es wieder plätschern und rauschen hören. Und dann steht ihr inmitten von Ruinen und Trümmern, Bruchstücken, irgendwo am Flusshafen. Neben euch könnt ihr einen Mauerdurchbruch erkennen. Ihr steht wohl irgendwo an einem Turm oder so etwas. Sind wir hindurch? Ich vermute. Das scheint so. Wir sollten uns erst einmal orientieren. Aber mir Analyse. Handelt es sich um eine Illusion? Das kann ich nur magisch feststellen und meine Kraft ist fast am zur Neige gegangen. Herren sind im Himmel. Wie viele Fliegen sind hier? Wenige. Die Luft ist auch gesünder als vorher. Gut, tun wir so, als wären wir draußen. Blickt euch einmal rundherum um, seht zu, dass wir nicht beobachtet werden. Ich spähe mal ganz kurz durch diesen Durchbruch. Ja, das Rauschen kommt dir wieder allzu bekannt vor. Immerhin hast du es jetzt die letzten 2 Tage schon und ich stetig wahrgenommen. Du bist der Meinung, dass du wieder in Romulus stehst. Vielleicht, hoffentlich auf der anderen Seite. Zumindest kannst du die Brennerei nicht erkennen. Oder das Fuhrunternehmen. Die Sonne steht am Himmel. 2 Fragen. Erstens, wie hoch? So beim Daumen gepeilt. Morgens, mittags, abends? Sicherlich schon mittags. Hatten sich... Tu da mal, was ich gesagt habe. Ich gehe einen Schritt in diesen Mauerdurchbruch, von dem du sprachst, und strecke mal den Kopf hindurch. Ja, wie gesagt, die Stadt ist verheert. Du kannst sehen, wie Trümmerteile herumliegen. Einige Häuser, die verwüstet sind. Du siehst ein abgebrochenes Schild. Irgendeine Taverne. Du kannst nicht mehr genau den Namen erkennen, aber das ist immer dieses kleine Wimpelchen, was da immer hängt und dann ausweist. Einige Kräne, die abgebrochen sind, herunter geborsten und so Sachen, die man dann braucht, um irgendwelche Waren dann in höhere Stockwerke zu ziehen. Und ein Straßenname. Admiral Dosmann. Admiral Dosmann Straße. Wisst ihr noch, wo die war? Nein. Ich meine, irgendeiner der Tempel war hier in der Nähe. Keras, ihr habt doch die Karte gezeichnet. Wisst ihr das nicht mehr? Nun, wenn ich mich nicht irre, sollte dies die Straße sein, die am Fluss entlang führt. Und dieser Weg sollte den Süden führen zum Rohrheitsplatz. Seht dort hinten, das könnte die Werft sein. Seht ihr die Masten? Oh, sich etwas in die Ecke lehnt. Vielleicht. Kommen wir hier über die Mauer? Ich dachte, wir waren ins Bürgerviertel. Nochmal zur Klarstellung jetzt, sorry, dass ich nochmal zwischenquatschen muss. Wir stehen vor der Mauer. An die Mauer hat einen Durchbruch.
Ihr seid gerade aus einem der Türme herausgetreten und könnt sehen, wie direkt neben euch die Mauer hatte mal sowas wie ein Falltor und daneben hat wohl irgendjemand einen Durchbruch gewagt. Wenn ich durch diesen Durchbruch durchschaue, sehe ich die Admiral-Dorsmann-Straße. Du stehst aktuell an der Straße, bist wie gesagt aus dem Turm herausgetreten und dort kannst du dann die Dorsmann-Straße erkennen. Ist wie gesagt runtergebrochen, dieser Wegweiser oder dieser Straßenname. Sehr ungewöhnlich für Aventurien. Und wenn du dich dann durch den Mauerdurchbruch bewegst oder dann an den Trümmerteilen vorbeischaust, ist er natürlich wie gesagt so ein bisschen an das verwüstete Gareth, was du auch erst vor ein paar Wochen gesehen hast, als du dann die riesige Festung runtergeholt hast oder ihr gemeinsam. Kannst du sowas wie Hämmern hören, durch den Durchbruch hindurch. Könnte tatsächlich sein, dass dort einer der Tempel ist. Danke, jetzt habe ich ein paar. Nun, weiß ich nicht, wie es euch angeht. Aber wir sollten uns, denke ich, erst einmal in dieser Schenke dort einquartieren. Zumindest. Bitte. Nun, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, sich in dieser Stadt noch in einer Schenke einzuquartieren. Die werden wahrscheinlich am ehesten vom Feind besetzt sein. Denke ich auch. Dann sucht uns eine andere Unterkunft. Ah ja, der Tempel. Wir nicht am helllichten Tag durch diese Stadt marschieren, tja was. Zumal die Tempel unserer Information nach allesamt geschändet wurden, abgesehen von dem der Travia. Oh, und der Angrosch-Tempel, der soll ja auch noch stehen. Doch vielleicht ist es eine bessere Idee, am Tag durch diese Stadt zu reisen, anstatt bei der Nacht. In der Nacht sind die Feinde stärker. Nein, das macht überhaupt keinen Unterschied. Und bei Tag sehen wir sie kommen. Dort hinten hört man hämmern, wenn ihr an den Geschritten geht und durch den Durchbruch lauscht. Ist dann dort der Angerstempel? Er müsste doch hier sein. Warum sollten sie eine solche Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Wenn dort noch hämmern zu hören ist, vielleicht steht er noch. Ist es möglich, dass der Klang dämonischer Einflüsse fernhalten kann? Gut möglich. Auf die eine oder andere Weise werden wir uns dann wohl Sicherheit verschaffen müssen. Nun, zumindest wurde uns berichtet, dass der Tempel des Angrosch noch stehen solle. Wir sollten uns zumindest davon überzeugen, ob er es noch tut oder eben nicht. In Ordnung. Afim, wir beide gehen zuerst durch die Bresche. Auf der anderen Seite keinen Pfeil fressen, kommen die anderen nach. Von da aus sollte es ja nicht mehr weit sein. Einfach den Hämmern nach. Finde ich gut. Gib nach, es ist sehr wahrscheinlich, dass der Tempel unter Belagerung steht. Deswegen gehen wir ja vor. Wo wird mit uns sein? Gut. Yalan und Rafim treten als erstes nach vorne. Dann dürft ihr mal eine Kellett-Anprobe werfen. Durch den, ja, okay. Mhm. Hätte klettern steigen sollen. Egal. Yo, TAP-Sternbuddies. Ja, ihr klettert die Bruchstücke nach oben, versucht es, immer mal wieder rutschen einige Steine nach hinten und ihr könnt wohl mitbekommen, dass das ziemlich laut ist. Als ihr dann oben steht, könnt ihr sehen, wie vor euch zwei Menschen auf euch warten, die euch eine Armbrust ins Gesicht halten, beziehungsweise zwei Armbrüste. Wie menschlich sehen die aus? Braune, lange Haare, einen gut getrimmten Bart, Rüstung, du bist dir nicht ganz sicher, welcher Machart, irgendwelche seltsamen Zeichen darauf, die dich vielleicht an Macharskan erinnern. Freund oder Feind? Pass zum Gruße, Freund. Angesichts der Tatsache, dass sie uns noch nicht mit neuen Löchern versehen hat. Aha, so so. Lüge und Verrat sind dem Feind aber allerdings zu eigen. Wo kommt ihr her? Ich lüge nie. Wir kommen aus dem Süden. Ein notorischer Lügner würde sagen, ich lüge nie. Notorischer Lügner trägt aber auch nicht das Ornat eines Pariusgeweihten, denkt ihr nicht? Der Feind trägt mittlerweile viele Trachten. Dies ist wahr. Ein Pariusgeweihter also. Dann verzeiht. Ich hatte gedacht, dass ich es mit einem gleichwertigen Gegner zu tun bekomme. Senkte die Waffe, die Armbrust
und reicht euch die Hand. Schüttel sie noch. Nun, Wachsamkeit ist eine Tugend. Aber verratet uns doch euren Namen. Ich bin Zoltan vom See. Ihr seid in Begleitung, die gehören zu euch. Tat, ich lehne mich auch mal zurück und winke die anderen hoch. So mit dem Attackzeichen sicher hinterher. Wir hörten, der Angor-Stempel sei sicher. Er ist noch nicht eingerissen, wenn ihr das meint. Den Ersinde-Tempel haben wir allerdings schon verloren. Na dann, kommt mal nach oben und seid leise. Die Tavernen werden mittlerweile von dem Feind in Besitz genommen. Könnt ihr sie dort sehen? Sie belagern uns durch diesen Durchbruch hindurch. Deswegen bin ich sehr überrascht, dass sie noch nicht hier stehen. Sorgen wir dafür, dass dem auch so bleibt und bewegen uns zügig. Ja, könnt ihr beide an ihm vorbei, beziehungsweise an den beiden vorbei hindurchklettern. Und dann können Kiaras, Iserun und auch Abelmir ebenso nach oben kommen. Ja, wie auch über die hochklettern und dann durch diesen Bruchstücke von dieser Mauer klettern. Mhm. Ja, du merkst wohl, wie der Schwertgeselle, scheint wohl ein Schwertgeselle zu sein, zumindest kein Ritter, kein Krieger, hält dir dann auch die Armbrust direkt nochmal in die Nase, provozierend, und lässt dann wieder sinken. Ruhig. Wir sind Freunde. Ja, ich komme dann auch nach und würde den anderen folgen, es sei denn, der möchte noch irgendetwas tun. Nein. Er bleibt dort stehen, deutet dann einmal mit seiner Hand an der, ja, was ist das, eine Brauerei vorbei. Da könnt ihr wohl auch sehen, dass die Brauerei arg gelitten hat, also die Türen sind rausgetreten und dahinter könnt ihr dann wohl auch schon so eine kleine Rauchwolke erkennen, die dann nicht so sehr zu brennenden Trümmern gehört, sondern vielmehr zu heißem Schmiedefeuer. Wenn ihr dann die Bruchstücke dann entlang tretet, könnt ihr auch zu eurer Rechten erkennen, wie dort eine verbrannte Bibliothek noch steht, die immer noch raucht. Einige lose Blattsammlungen, die da immer noch im Wind herumfliegen. Und zu eurer Linken dann, wenn ihr einmal in die andere Richtung abbiegt, könnt ihr an der Schenke Angroschlob vorbei in die Halle vom Feuer treten, den Angroschtempel. Hier klingt der Schmiedehammer. Und wenn ihr dann hineintretet, könnt ihr mehrere Zwerge erkennen, allerdings auch eine Ingrim-Geweihte, die sich hier gerade unterhält, und zwar mit einem anderen kleinen Zwergen. Oder Kettenhemd. Boltax. Ist das? Auf wem? Bin ich blind geworden? Wenn der Saftsack hier reingeflogen ist, dann klatsche ich ihm eine. Hey, Boltax! Ja, Lan. Schön, euch zu sehen. Ach, ich laufe auf ihn zu und drück den kurzen erstmal. So gut das halt mit dem Größenunterschied geht. Du kleiner Sack, wie kommst du denn hier rein? Ja, wie beim Baronula. Ich bin unten unter dem Fluss durchgelaufen und dann, eben erstmal zum Tempel. Du hättest uns nicht abholen können. Lass mich dir erzählen, wir sind auch unter dem Fluss durchgelaufen, aber das war deutlich unbequemer. Das war ein Albtraum. Das war dreckig. Habt ihr auch diese Art von Zauberei gemeistert? Ja, Jaran ist jetzt Zauberer, ihr habt's verpasst. Ich bitte euch, Poltax, diese Ketzerei müsst auch ihr euch nicht ergeben. Nun, stellt euch erstmal uns erstmal euren Freunden vor. Natürlich, also das hier ist die... Ich bin Rogosch, Sonnenprogramm. Moin! Moin! Ingram zum Gruß, ich bin Karima. Moin!